Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu dieser neuen One-App-A-Day-Folge. Keiner regulären Folge, sondern einer OADSE-Folge. Es ist nämlich mal wieder Zeit für eine Apple-Keynote-Nachhöre. Keine Nachlese, sondern wie immer eine Nachhöre. Ich habe die Folge, die Keynote vom 9. September zwar noch nicht selbst gesehen, aber man hat sich ja informiert, RSS-Feed gelesen und alle möglichen Dinge verfolgt und gegoogelt und so weiter. Und deswegen denke ich, kann ich durchaus ein paar Meinungen sagen. Ich weiß nicht, ob ich habe nicht verfolgt weiß nicht, ob irgendwelche Zahlen genannt wurden, aber wenn man Apple Keynotes kennt, weiß man ja wahrscheinlich, dass erstmal wieder die Zahlen kamen, so und so viel Millionen Stück verkauft und so viel Millionen Kunden und so viel neue Shops und irgendwelche Videos und strahlende und glückliche Menschen. Gehen wir einfach mal ein bisschen kreuz und quer durch die Keynote und ich sage, was ich von Dingen halte. Ich hatte bis vor einiger Zeit noch einen Apple TV zweite Generation, den ich allerdings gar nicht mehr genutzt habe oder fast gar nicht mehr genutzt habe. Aus welchem Grund? Ich habe einen Fire TV von Amazon damals günstig gekauft als Prime-Kunde und habe eigentlich nur noch den Fire TV genutzt. Nun hatte der Apple TV der zweiten Generation ja einen Vorteil. Es war möglich, dort einen Jailbreak draufzupacken und dann so Dinge wie Kodi zu installieren und Plex und was weiß ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn verkauft recht gut und bin darüber glücklich. Auch natürlich, weil die Gerüchte zu Wahrheiten wurden und zur Wahrheit, dass Apple den Apple TV der vierten Generation vorgestellt hat. Eine Streamingbox, die im Prinzip aussieht wie die alte, aber schönere Oberfläche, auf jeden Fall. Aber nicht nur das, es gibt das Betriebssystem, heißt jetzt TVOS. Man kann natürlich irgendwie auf Content von iTunes zugreifen. Es soll aber auch endlich Apps geben. Spiele, ich glaube 200 Megabyte Größenbegrenzung, 32 oder 64 Gigabyte hat das Ding. Und kostenmäßig ab 149 Euro wahrscheinlich und irgendwann Ende Oktober, glaube ich, soll das rauskommen. Die Fernbedienung sieht recht schick aus, dient, glaube ich, auch gleichzeitig irgendwie als Controller. Und man kann dann halt auch drauf spielen, worauf man ja eigentlich schon lange gewartet hat. Ich habe darauf ein bisschen zu lange gewartet, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt beim Fire TV irgendwie angekommen. Amazon Prime Instant Video als Streaming und es gibt irgendwie auch Netflix-Apps und Kodi könnt ihr installieren und ihr habt ganz viele Mediatheken-Apps. Und wenn man das will, kann man das Teil ja sogar auch als kleine Spielekonsole benutzen, wenn man sich zum Beispiel einen Controller kauft. Ich weiß nicht genau, ob der Apple TV nicht ein bisschen zu spät kommt, ehrlich gesagt. Normalerweise denke ich ja, überall, wo das Apple-Zeichen drauf ist, das werden Leute auch kaufen. Und sicherlich ist das eine schöne Weiterentwicklung vom Apple TV. Irgendwie softwaremäßiges Update oder so kommt nicht auf die älteren Generationen. Also wenn ihr die ganzen neuen Funktionen haben wollt, dann müsst ihr schon in euer Portemonnaie greifen, eure Kreditkarte rausnehmen und den neuen Apple TV kaufen. Wie gesagt, ich glaube ab 149 Euro. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mir das Teil nicht kaufen.
Wäre es unter 100 Euro, ja, vielleicht hätte ich dann überlegt, zuzuschlagen. Aber so eher nicht, weil auch mit nachinstallierten Apps, zum Beispiel AirPlay-Übertragung, auch wunderbar auf dem Fire TV möglich ist. Also das ersetzt bei mir den Apple TV wunderbar und gibt auch noch sehr viel mehr. Dann kam das iPad Pro, natürlich, kam da raus. Es ist im Prinzip ein bisschen wie ein Surface von Microsoft. Es gibt nämlich auch ein Dock oder ein Cover mit integrierter Tastatur und es gibt einen Stylus, den Pencil. Beides kostet natürlich extra Geld, ist klar. Und das iPad Pro hat 12,9 Zoll Display. Das soll dann wohl so sein, dass man auch zum Beispiel, weil es so groß ist, irgendwie zwei iPad-Anwendungen wunderbar nebeneinander laufen lassen kann und der Prozessor ist so und so viel schneller und die Grafik ist so und so viel schneller. Und es hat 4 GB RAM. Das, bevor ich es vergesse, das ist ein neuer iPhone, zu dem ich auch noch komme, hat übrigens 2 GB RAM. Obwohl ich sagen muss, eigentlich habe ich auch mit dem 1 GB RAM im iPhone 6 nicht wirklich meine Probleme. Aber ja, wenn es mehr wird, da kann man natürlich eigentlich gar nicht so viel dagegen haben. Ich weiß nicht ganz genau, was ich von dem iPad Pro halten soll. Ich denke, der Knackpunkt an der ganzen Sache ist ja einfach noch, dass der iOS draufläuft. Und iOS ist halt immer noch, obwohl da ja mit iOS 9 einiges dazugekommen ist, mit Multitasking und zwei Anwendungen nebeneinander und schnelleres App-Wechseln und keine Ahnung was, Slide-Over, nein, wie auch immer das heißt. Es ist halt kein vollwertiges Arbeitsbetriebssystem, finde ich jedenfalls. Und ich weiß gar nicht, ich glaube ab 799 Euro soll das iPad Pro anfangen. Ich glaube, obwohl das ja angeblich jedenfalls oder auch wirklich Geschwindigkeiten irgendwie von Computern erreichen soll, ich glaube, dann würde ich lieber, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, nicht zum iPad Pro, sondern zu einem MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, was auch immer für ein MacBook oder auch ein Dell oder keine Ahnung was greifen, aber nicht zu einem Tablet. Nee, sorry. Dann kam auch noch das iPad Mini 4 der vierten Generation raus, wo sich im Prinzip nicht so viel, doch, es hat sich viel dran geändert. Das ist jetzt nämlich im Prinzip ein iPad Air 2 in klein. Und das ist natürlich eine schöne Sache, dass das jetzt mit dem großen iPad Air 2 ja, auf einer Augenhöhe steht und jetzt, wenn Leute sich jetzt ein iPad kaufen, dann und nicht das iPad Pro haben wollen, dann sollten sie ja entweder, oder sollte man ja entweder das iPad Air 2 oder das iPad Mini 4 kaufen. Und ja, da muss man sich eigentlich nur zwischen der Größe entscheiden. Finde ich eine schöne Sache. Dann gibt es natürlich iPhone 6S und iPhone 6 Plus. 6S Plus. Also iPhone 6 und iPhone 6S Plus. Die Nachfolger vom iPhone 6 und vom iPhone 6 Plus. Jeweils wieder mit 4,7 Zoll und 5,5 Zoll Display-Diagonale. Mit 3D-Touch. Das ist sowas wie Force-Touch. Was man auch von der Apple Watch her kennt. Also ehrlich gesagt, ich kenne das nicht, weil ich habe ja keine Apple Watch, aber schon viel gelesen drüber und so weiter und so fort, halt nur noch nicht selber ausprobiert. Das ist eine Funktion, 3D-Touch erkennt, also einmal das normale Tippen, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal ein bisschen länger den Finger drauf gedrückt halten und einmal noch länger oder noch stärker
drauf drücken. Das gibt zum Beispiel so Möglichkeiten irgendwie, dass, ja, es bringt im Prinzip die rechte Maustaste auf das iPhone. Wenn ihr zum Beispiel auf, irgendwie auf dem Maps-Icon lange gedrückt haltet, euren Finger, dann kommt ein kleines Kontextmenü, was zum Beispiel die direkte Navigation nach Hause anbietet. Oder die Kamera bietet an Selfie aufnehmen. Oh, jetzt habe ich Selfie gesagt. Ach, verdammt. Ein Drücken auf eine Mail zeigt eine Vorschau. Oder ja, wie auch immer. Das hört sich eigentlich ja ganz gut an und ich bin fest davon überzeugt, dass die Funktion auch in die nächsten iPads kommen wird und in 5 Jahren, vielleicht auch schon in 3 Jahren, wenn man ein neues iOS-Gerät hat, dann haben alle diese Geräte diese Funktion und man gewöhnt sich dran und findet das dann auch ganz toll. So für mich auf den ersten Blick, ohne dass ich es ausprobiert habe, wie gesagt, finde ich, sorgt das für eine Verkomplizierung von iOS. Ich finde ja, iOS hatte Android nicht nur die deutlich schöneren Apps voraus, sondern auch, dass es einfach einfacher war. Jetzt haben wir mit iOS 9 ein Suchfeld in den Einstellungen, weil vieles so verschachtelt ist. Und jetzt kriegen wir auch noch 3D-Touch, wo man sich dann noch merken muss, ah ja, da drücke ich dann so lange rauf und dann kommt das Kontextmenü oder ich drücke nur einmal rauf, dann startet die App, wie auch immer. Das ist ja gar nicht so schlimm, weil man im Prinzip, wenn man das nicht will, davon auch nichts mitbekommt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, dass das neue iPhone 3D-Touch hat und lange den Finger auf irgendwas gedrückt hält und dann irgendwas passiert, was man von den vorherigen Geräten nicht kennt. Ja, wie gesagt, ich finde, ich weiß nicht, ob das nicht zu Verwirrung führt. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Arbeitserleichterung ist. Und dass man das eigentlich haben möchte. Beziehungsweise, wenn man das mal genutzt hat, dass man darauf eigentlich nicht mehr verzichten möchte. Natürlich wurde auch beim neuen iPhone, was übrigens am 12., also vor 2 Tagen, vorbestellt werden konnte, am Samstag. Und erstaunlicherweise viele immer noch bis am 25. ist es dann erhältlich und wird ausgeliefert. Und viele Modelle sind tatsächlich auch noch bis am 25. erhältlich. Und nein, falls die Frage aufkommt, ich werde vom iPhone 6 nicht wechseln. Ja, die Kamera, dazu komme ich gleich noch, wurde verbessert. Es gibt dieses 3D-Touch etc. Aber erstmal läuft das iPhone 6 ja nicht plötzlich schlechter, nur weil ein neues iPhone da ist. Ich bin also ja, nur weil das neue iPhone jetzt vorgestellt wurde, nicht plötzlich unglücklicher mit meinem iPhone 6. Obwohl ich sagen muss, ja, dieser Willhaben-Faktor, den Apple so anspricht im Gehirn, der ist natürlich auch bei mir vorhanden, aber dann ist man einfach vernünftig und sagt, nee, das kann auch noch gut ein Jahr durchhalten. Natürlich bleibt es jedem selber überlassen und es gibt natürlich genug Leute, die jedes Jahr ein neues iPhone haben, das sei ihnen auch gegönnt, da habe ich überhaupt nichts dagegen und beglückwünsche sie auch dazu, aber ich finde, es muss nicht sein und ja, also ein weiteres Jahr werde ich auf jeden Fall noch mit dem iPhone 6 unterwegs sein. Und oder ich wechsle vielleicht zu Android. Wer weiß, was so passiert. LG G5 nächstes Jahr. Mal schauen. Aber auch gerade mit 3D-Touch, denke ich, da das soll wohl irgendwie eine API geben, die auch an den Entwicklern zur Verfügung gestellt werden soll. Und da kann man dann jetzt im kommenden Jahr mal schauen, was da an so passiert mit den Apps. Ja, und vielleicht nächstes Jahr wechsle ich vielleicht auf das iPhone 7 und dann ist dann schon alles ganz toll und gut und großartig. Ich hatte es eben erwähnt, natürlich wurde auch die Kamera verbessert. Sie nimmt nun 4K-Videos auf, neben Full HD natürlich und HD. Die Auflösung an den Megapixeln wurden nach oben geschraubt von 8 Megapixel auf 12 Megapixel. Die Frontkamera wurde verbessert, es gibt 5 Megapixel.
Was natürlich schön ist, zum Beispiel für Videotelefonie oder sowas. Eine neue Funktion, Live-Fotos, das ist im Prinzip sowas wie ein GIF und dann hat man so ein bisschen so ein animiertes Bild. Das kennt man von Android, HTC und auch besonders von Windows Phone, von den Lumia-Geräten, wo es ja schon seit langer Zeit gefühlt jedenfalls, Living Photos gibt, also so, wenn man dann durchblättert in der Galerie, dass die sich irgendwie bewegen. Das ist ganz nett und ganz schön und ja, auch schön, dass es das auf dem iPhone gibt. Das würde ich mir tatsächlich auch, aber das gibt es wohl tatsächlich nur auf den neuen iPhones, das würde ich mir auf dem iPhone 6 wünschen. Das mag ich nämlich bei meinem Lumia 640 recht gerne, obwohl es eigentlich ja nur eine kleine Spielerei ist. Das mag aber natürlich auch jeder anders sehen. Die Preise wurden erhöht von, lasst mich einmal schauen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr so ganz genau. In der Zwischenzeit kann ich ja noch sagen, dass es das 16 GB Modell, das 64 GB Modell und das 128 GB Modell gibt. Leider ist Apple stehen geblieben beim 16 GB Modell und nicht gleich auf 32 GB, 64 GB, 128 GB gewechselt. Das würde ich mir natürlich wünschen. Aber es ist natürlich aus Sicht von Apple auch zu verstehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass weniger Leute zum 16 GB, sondern dann halt gleich zum 100 Euro teureren 64 GB Modell greifen. Es kam auch noch eine neue Farbe hinzu beim iPhone, nämlich Roségold. Es gibt jetzt also Silber, Gold, Space Grau und Roségold. Space Gray oder Space Grau ist das einzige Modell weiterhin, was vorne eine schwarze Front bietet, die anderen Modelle eine weiße Front. Das ist irgendwie verständlich, was? Das ist irgendwie verständlich? Nein, Blödsinn. Das ist schade, weil ich würde mir irgendwie wünschen, dass es alle Rückseiten sowohl mit weißer Front als auch mit schwarzer Front gibt. Dann könnte man sich nämlich auch so entscheiden, so kann man zwar sagen, irgendwie, ich möchte eine rosigoldene Rückseite, aber eigentlich eine schwarze Front und dann hat man eine weiße Front und dann greift man vielleicht doch wieder zu Space Gray. Rosigold finde ich übrigens auf den Bildern recht hübsch und ja, bei mir wäre es eigentlich egal, welche Rückseite ich habe. Nämlich, ich habe sie ja immer in der Tasche. Die Preise. Dazu wollten wir kommen, genau. Es kostete ja eigentlich 699, 799, 899 das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus war jeweils ein 100er teurer. Jetzt kostet beim iPhone 6s, kostet das 16 GB Modell 739 statt 699, das 64 GB Modell 849 statt 799 und das 128 GB Modell statt 899, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 959 Euro. Da kann ich nur sagen, meine Fresse, das ist es echt verdammt, 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 verdammt viel Geld für ein Smartphone. Eigentlich sollte man das ernsthaft nicht ausgeben. Das ist ernsthaft zu teuer in meinen Augen. Vor allen Dingen, wenn man denkt, was die Konkurrenz aus dem Android-Bereich, aus dem Windows Phone-Bereich für deutlich geringere Preise so abliefert. Trotzdem würde es mir auch persönlich sehr schwer fallen, vom iPhone wegzugehen und ich iPhone ist halt iPhone. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Gucken wir nochmal kurz, wie das inzwischen ist mit dem Vorbestellerzeit. iPhone 6s, Roségold 64 GB. Wenn ich darauf gehe, dann dann ist es inzwischen doch schon auf Versand in 2 bis 3 Wochen angestiegen. Auch noch in Ordnung. Auch der AppleCare Plus Plan wurde erhöht.
im Preis nämlich nicht mehr 99 Euro, sondern 149 Euro. Ob die Preisschwankungen jetzt am schwachen Dollar-Euro-Umrechnungskurs liegen, das weiß ich nicht. Oder ob Apple einfach noch mehr Gewinn machen will. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Und wenn man ein iPhone will, dann muss man es hinnehmen. Oder, was ich mir mal wünschen würde, keiner kauft ein neues Apple-Gerät und Apple überdenkt die Preise. Wird natürlich nicht passieren. Ich glaube, das war's im Prinzip. Nee, Quatsch. Apple Watch? Apple Watch? War noch irgendwas bei der Apple Watch? Ich bin bei der Watch überhaupt nicht drin, ehrlich gesagt. Ich guck mal kurz bei der Apple Watch. Doch, da gab es irgendwie irgendwie eine Zusammenarbeit mit so einem Luxus-Uhren-Armbandhersteller oder Luxus-Modellhersteller. Auf jeden Fall auch irgendwie teuer. Die Apple Watch ist ja eh so teuer. Gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube, bei der Apple Watch Sport, da gab es doch neue Farbvarianten, oder? Es gibt noch Silber. Ach ja, Orange. Also silbernes Gehäuse mit orangefarbenem Armband ist neu. Das orangefarbene Armband sieht ja irgendwie ganz schick aus, finde ich. Neu? Ist das neu? Silber mit blauem Spornarmband? Ich dachte, das gab's schon. Neu ist auch, ach ja, auch bei der Apple Watch gibt es. Also bei der Apple Watch Sport Edition gibt es Roségold jetzt mit einem lavendelfarbenen Armband. Das sieht ziemlich kacke aus. Es gibt auch Roségold mit steinfarbenem Armband. Es gibt ein goldenes Modell mit altweißem Armband. Sieht auch kacke aus. Und es gibt ein goldenes Modell der Apple Watch Sport Edition mit mitternachtsblauem Armband. Das sieht ja nochmal gar nicht so verkehrt aus. Die anderen Armbänder sind weg, sehe ich gerade. Oder? Es gab doch immer, ernsthaft, es gab doch dieses gelbfarbene, gelbgrünliche Armband. Das gibt's nicht mehr, anstelle dessen wohl das orangefarbene. Ja gut, an den Preisen hat sich nichts verändert. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Apple Watch OS 2.0, glaube ich, soll ja auch noch kommen, was dann zum Beispiel ja ermöglicht, Apps endlich nativ auf der Uhr zu installieren. Das wird auf jeden Fall wohl noch spannend werden. Was gibt's noch zu sagen? Genau, die Uhr habe ich erwähnt. Neues iPhone-Dings, iPad Mini. Ich werde nicht wechseln und ja, das war's. Kurze Meinung, so gar nicht so kurz, 23 Minuten, bisschen mehr als 23 Minuten schon. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und wir hören morgen, gibt's wieder reguläre Folgen und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.